Was für wunderschöne Vorhänge. Aber sie sind so schwer. Bestimmt befindet sich etwas darunter. Ja, mach doch blaue Farbe dran. Haben wir blaue Vorhänge. Okay, wir können die Vorhänge natürlich nicht beiseite machen. Wir haben eine Glasschneiderbasis, aber keinen Glasschneider. Wir haben ein Messer. Wir haben keinen Schlüssel. Wir haben keine Klinke. Wir haben alles, was wir nicht brauchen. So, wie lange streamst du noch? Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Machst du jetzt noch eine Pause? Ich habe keine Ahnung. Vergiss nicht. Motivation! So, jetzt ist die Frage, ich guck mal kurz, der Schnabel beim Vogelnest. Ist da ein Schnabel drin im Vogelnest? Das wäre ekelhaft. Ich schau mal ganz kurz rein. Ist da wirklich ein Schnabel drin? Ach, hier, das ist der Schnabel. Komme ich dort heran? Das brauche ich jetzt nicht. Die Frage ist, wie kommen wir denn an den Schnabel? Ich habe keine Ahnung, Moos können wir auch nicht mitnehmen, um das vielleicht auf die Hand zu legen, damit es nicht wehtut. Wie kommen wir denn an den Schnabel? Metallstange. Geht auch nicht. Mit dem Besen erstmal durchfeudeln, geht auch nicht. Hiervon geht irgendwie gar nichts. Gronkh, hast du vor, Babys zu bekommen? Es tut mir leid, mein Körper ist nicht dazu ausgelegt, Babys zu bekommen. Ich bin ein Mann. Es wären bestenfalls Arschgeburten. Und das wäre wahrscheinlich nicht so gut. So, hier haben wir noch den Riegel, der uralt ist, mit der Metallstange. Können wir den noch bestimmt aufheben? Wir können gar nichts machen. Wir haben nur Scheiße im Inventar. Wir haben nur Scheiße, mit der wir nichts anfangen können. Was soll man denn jetzt machen? Hier... Ich könnte versuchen, diesen Stein zu bewegen, aber ich brauche etwas Langes und Stabiles. Hör mal auf mit diesen zweideutigen Witzen immer. So, natürlich, ganz klar, dass das da drunter liegt. Ein geschmiedetes Muster und natürlich ein Glasschneideteil. Da sieht man sofort, dass das zum Glasschneider gehört. Ich finde das... Ich finde das Spiel merkwürdig. Ich finde das einfach merkwürdig. So. Andere Teile. Wie zum Beispiel ein Stück Diamant. Wir finden bestimmt noch einen Diamanten hier irgendwo. Das ist ja, das liegt ja auf der Hand. So, geschmiedetes Muster? Oh, da hat jemand Kekse geholt. Oh, ich will auch Kekse. Geschmiedetes Muster. Alter, ey, langsam. Hier haben wir schon alles abgesucht. Glasschneider haben wir noch nicht fertig. Hier die Blume haben wir auch noch nicht fertig. Dafür brauchen wir erstmal den Glasschneider. Hier, da können wir immer noch nach oben. Der Vorhang geht eh nicht auf. Geschmiedetes Muster. Kommt hier eh nicht rein. Was kommt denn da rein? Verdammt nochmal. Das sieht aus wie ein Alien-Kopf. Knospe. Ich muss die Knospe mit irgendwas zusammensetzen. Ich habe keine Ahnung mit was. Wahrscheinlich mit blauer Farbe. Boah, so. So, jetzt müsste ich... So, was mache ich hier? Mine the Diamond. Ja, versuch mal das Drachenauge für den Glasschneider. Weil, ob das geht? Nee, das kann doch nicht funktionieren. Das ist doch ein gesockeltes Drachen... So ein gesockeltes Ding. Nee, das kann nicht gehen. Also, das hätte mich jetzt echt gewundert. Dann hätte ich das Spiel verprügelt. Hätte ich einfach durch den Monitor gegriffen, das Spiel verprügelt. Wobei, es gibt auch so genug Gründe. Hier, so ein Schlüsselloch. Halt die Fresse. Was kann die... Die braucht einen Vogelschnabel. Und noch irgendwas am Kopf. Diese Statue trug einmal eine Krone. Ich sollte danach suchen. Alter, wir haben den ganzen Inventar... Wir haben das ganze Inventar nur voll mit Müll. Mit irgendeinem Scheiß, den wir nicht brauchen können. Mit einem Messer den Vorhang zu zerschneiden, das ist vielleicht eine gute Idee. Aber leider haben wir nur Scheiße im Inventar, sodass wir überhaupt nichts machen können. Tja, hier, das haben wir schon geöffnet. Hier kommen nur die Blumen ins Spiel. Müssen wir wieder irgendwas Random-mäßiges finden, wie den Teppich, oder? Vor allem, was ist denn hier mit dem Schnabel? Ich würde da echt gerne drankommen.
Schmiedeteil am Gulli? Aber den Gulli haben wir doch schon ausgeräubert. Nee, da kommt auch Schwert und Schild rein. Ja, nee, da ist auch dieses hässliche... Ich hab jetzt, also jetzt bin ich gerade mental in einer Sackgasse, muss ich echt sagen. Wunderschöne Vorhänge, lalalala. Grimtail 6 The Rage Quit. Eine weitere Blüte gefunden im Obergeschoss unter dem logischen Bulli-Deckel. Ja, Bulli-Deckel kommt hin. Ich habe da keine Blüte gefunden, leider. Da war keine Blüte drin. Ich würde mich sehr freuen. Eigentlich überhaupt nicht. Und nu? Das Glas zerschneiden. Geht ja noch nicht. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Unten rechts bei dem Brunnen liegt eine Schere. Ich bin beim Brunnen, hier liegt keine Schere. Hier liegt nirgends eine Schere, den Brunnen haben wir schon abklabustert. Es gibt hier nichts mehr. Nichts mehr, nichts mehr. Ich klicke nochmal alles an. Wir haben wilden Klickrausch, aber hier gibt es nichts mehr. Wir sind durch. So. Das Drachenauge, nein, die Statue braucht eine Krone. Die braucht kein Drachenauge. Die braucht einfach eine Krone. Ich weiß nicht so recht... Die haben noch Augen hier, aber... Ich lese mal ein bisschen im Chat rum gerade. Spiel mit deinen Knospen, Alter. Was ist das für eine Reaktionszeit? So. Beim Vogelnest nimm das Messer für den Schnabel, das geht nicht. Wir brauchen da wahrscheinlich irgendwelche Handschuhe oder sonst irgendwas. Die Knospe im Inventar aufmachen. Das bringt auch nichts, die Knospe... Klickt auf die geschlossene Blume. Spiel doch ein Scheißspiel alleine. Oh, huch. Ist mir ja die Mütze mit runtergesegelt gerade. Ich, Sekunde. Habe ich übertrieben? Nein. Moment. Ich entwirre das hier. Alter. So, mir ist jetzt auch noch die Lampe umgefallen, gerade beim Wegstampfen. Und eine Dose ist hier umgefallen, zum Glück war die leer. In der Blume ist ein Diamant für den Glas. Alter, ey, ganz ehrlich, ey, das ist einfach nicht wahr. Ich verprügel gleich den Monitor mit der Tastatur. Dieses Spiel ist eine Zumutung an die Menschheit, dass sowas nicht USK geratet wird. Weißt du, Blut und Gore, ja, das wird gewertet, Nippel, kann man ruhig, das geht alles. Aber so eine Scheiße wird zugelassen und das dürfen Kinder spielen, das ist nicht in Ordnung. Alter, ey. Boah. Nein, keine Bierdose. Es ist tatsächlich eine... Kann man das sehen? Oh, ist ja... Ich wollte das Logo gar nicht in die Kamera halten. Ist ja auch scheißegal. Es gibt auch andere Getränke, wie zum Beispiel das hier. Ich sollte mal hier aufräumen, glaube ich. Es gibt auch andere Getränke, wie zum Beispiel das hier. Ich muss hier mal die Dosen wegräumen. Ich trinke normalerweise immer zwischen den Aufnahmen. Da ich jetzt streame, kann ich nicht trinken. Und deswegen, ich habe hier auch noch sowas stehen. Ja, hier noch sowas stehen. Vio-Wasser? Von was ist denn das? Vio still. Hört sich an, als würde man mit seinem Kind reden. Vio still! So, jetzt aber gut. Alter, wie soll ich hier so viel Krams rumstehen? Aus irgendeinem Grund habe ich auch noch das Schwein rumstehen. Das Schwein mit dem Bart. Ist eigentlich, war für den Vlog gedacht. Ich will jetzt alles machen, wenn ich das Spiel weiterspiele. Merkt man bestimmt gar nicht. So. Alter. Guck mal, ich habe auch Batterien. Das ist nochmal für ein Gamepad, ne? Nicht für ein, nicht was ihr denkt.
Also hier, das ist das Gamepad, mit dem ich am PC spiele. Das sieht man daran, dass es schon uralt ist. Das hat schon diesen Gelbstich vorne am Rand. Das ist schon mega alt, das ist einfach versifft. Das ist noch von meiner allerersten 360. Das ist echt schon, das nutze ich nur noch für den PC. Und dann für die 360 habe ich aber hier weiße. Die sind etwas neuer. So, was mache ich denn noch, statt dieses Scheißspiel zu spielen? Das ist mein Schlüssel. Alter, ich will das echt nicht mehr. Das ist doch nicht wahr. Oh. Ein Diamant in der Blüte, die wir gegossen haben, die erst aufgegangen ist. Und es war eine Knospe, wohlgemerkt. Es war ja nicht mal... Alter, ich hol mal gleich den Schnaps von oben. Ich schwör's, es ist einfach nicht wahr. Auf diesem schicken Kästchen fehlt etwas. Mein Gesicht. So, Blume. Ja, was ist diese scheiß verkackte Blume? Ich komme mir schon vor, als hätte ich gesoffen. Ich komme mir echt schon vor, als hätte ich gesoffen. Und die Blume ist natürlich noch nicht fertig. Wir brauchen noch mehr. Einige Teile der Blume. Ich sollte die unbedingt finden. Unbedingt, weil dann diese scheiß Blume auf dem Tisch komplettiert wird. Wo haben wir dieses scheiß Blatt? Ich weiß es gar nicht mehr. Hier fehlt ein Schlüssel. Ist das ein Schlüssel? Das ist doch ein Schlüssel. Hier, komm, dann mach halt. Nichts passiert. Mach auf den Rotz. Lass uns da durch. Oh, endlich. Finde heraus, was sich dahinter verbirgt. Ja. Foyer, blaue Lampe hinten rechts. Gelange durch die Geheimtür in der Galerie. Eine Geheimtür gibt's also auch noch. Wir spielen erst 5,5 Stunden. Ein paar Leute haben sich schon verabschiedet inzwischen. Es wundert mich, dass es nicht mehr sind. Alter, das ist ja nicht Donald Duck. Oder Gustav Gans. Alter, das ist Gustav Gans. Hier, Gustav Gans. Voll die Copyright-Probleme. Ich glaube, das Bild deutet auf fehlende Teile hin. Wie zum Beispiel ein scheiß Ohr. Der Griff ohne Haken ist nutzlos. Ja, weil man erkennt sofort, dass dieser Griff einen Haken haben muss. Es kann ja nicht eine Vogelstange sein oder so. Oh, wie süß. Der Hamster rennt nicht einfach, nur weil ich das so möchte. Vielleicht möchte er ein Leckerli. Dann pack doch einfach mal dein Gesicht da rein. Außerdem dachte ich, die Zeit steht still. Wieso kann der Hamster sich bewegen? Das ist aber unlogisch, Freunde. So, Statue. Alex Maxwell. Alex war ein Spieler und brachte die Familie fast in den Schuldenturm. Die Geburt seiner Tochter half ihm dabei, seine Gepflogenheiten zu überdenken. Mhm. Ja, was haben wir hier? Also, liebe Entwickler von Grim Tales oder überhaupt sämtliche Entwickler von Wimmelbildspielen, lieber mehr Wimmelbilder. Lieber mehr Wimmelbilder. Und doch mal irgendwo... Fliege. Und irgendwo die Grenze finden zwischen lächerlich leicht... War das das alte Grim Tales, was lächerlich leicht war? Ich weiß es gar nicht. Und kacken, scheiße, unlogisch, beschissen, bescheuert, schwer. Vielleicht mal irgendwo einen Mittelweg. Bitte einfach einen Mittelweg. Das ist einfach, das ist nicht so wild. Bei den anderen Grim Tales-Teilen hat es auch oft geklappt. So, jetzt kriegen wir hier noch einen gelben Farbtopf. Dieses Glasfarbe klebt fest. Ich brauche Lösungsmittel, um es zu entfernen. Ja, was für eine niedliche Statue. Sieht fast wie ein Musiker aus. Kriegt bestimmt was in die Hand mit Musik. Der Drachen ist fixiert. Ich kann nicht mit meinen Fingern malen. Oh, das ist eine Klugscheißerin. Ich brauche noch eine Puppe. Ja, dann stell dich auch selber hin, blöde Kuh. Mistvieh, Elendes. Ich brauche nur noch ein Leckerli, ich brauche nur eine Puppe, ich brauche noch dies, ich brauche noch das, aber schmeißt alles weg, sobald ihr irgendeinen Gegenstand hat, sobald sie den aber benutzt hat, schmeißt den sofort weg. Es ist doch nicht wahr. So, wir haben 3 Millionen Kilo Scheiß im Inventar und können nichts davon verwenden. Hier sehe ich grün, blau, rot und wir haben rot und blau dabei als Farbe. Und gelb gibt es da hinten noch, das heißt wir machen aus blau und gelb wahrscheinlich grün. Bei dem Drachen den blauen Edelstein, da hast du natürlich recht, das könnte sogar sein. Als Drachenauge sozusagen. To Catherine from Edward. This pendant once belonged to my grandmother, Edward's wife.
But one morning, I found it beside my bed. I knew it was from him. Der verlorene Anhänger wurde überraschenderweise an die Maxwells zurückgegeben. Das heißt, der ist einfach verflucht. Natürlich, ich würde auch von einer Gestalt mit dunklen Kapuzen und rot leuchtenden Augen jederzeit ein Geschenk annehmen, denn ich bin mir sicher, er meint es gut mit mir. Willst du mal meine Welpen sehen? Taube, Chamäleonobjekt, okay. Willst du mal meine Welpen sehen, wollte ich gerade sagen. War gemünzt auf, naja, ist auch egal. So, wir haben eine Quaste. Die Quaste bringen wir bestimmt an der blöden Gardine an. Feuer kann man ja nicht aufmachen. Oh, es wird gewimmelt. Ich mag Bodengeschöpfe. Da lag noch was im Kopf, da war noch was im Drachen. Pass auf, bevor wir loswimmeln, gehe ich nochmal ganz kurz zum Drachen, damit wir es nicht vergessen. Ihr vergesst es sowieso nicht, aber ich kenne mich. Deswegen schaue ich nochmal ganz kurz. Hier ist noch was im Maul. Ein Teelöffel. Ach, ein Farblöffel. Klar, rühr doch rum. Ein Farblöffel. Jeder weiß doch, was ein Farblöffel ist. So, das haben wir jetzt geholt. Gehen wir jetzt wimmeln. Flöten, Papagei. Hier ist er. Oh, so einen hat man. Nee, so einen hat man nicht. Wird ein Graukopf-Papagei. Flöte und Perlen. Da war ich auch noch klein. Flöte und Perlen. Ihr seid wieder dran. Bin ich die Einzige, die irgendwie die ganze Story vergessen hat? Sei froh. Hat Marie Brent gerade gefragt. Und ich glaube, Marie Brent hieß vor dem Anfang des Streams noch irgendwie, Marie blüht. So, ist auch ist nicht witzig. Ich weiß, ich bin langsam durch. So, Fächer, Teekanne, Anhänger. Fächer offensichtlich links an der Wand. Ach ja. Ganz offensichtlich. Teekanne, Anhänger. Teekanne, Libelle. Flöte über der Trompete. Wo ist die Trompete? Ach, da. Die Teekanne ist unter dem goldenen Käfig. Sehr klein. Flöte haben wir schon, Libelle haben wir auch schon. Mach doch aus dem Fuchs einen verdammten Hut. Ja, gut, welcher Fuchs? Ich bin jetzt überfordert. Ich schau mal lieber danach. So, ja, er streamt echt noch. Ja, Schädel links unten. Ist das der Schädel? Oder ist das der Schädel? Das ist rechts unten. Okay, Perlen und Mann. Hier, das ist auch ein Mann. Nein, ist kein Mann. Das hier ist ein Mann. Das hier ist ein Mann. Hier ist nichts ein Mann. Das ist auch kein Mann. Ist auch kein... Ach, das ist dann der Mann. Natürlich ist das der Mann. Okay. Perlen, Horn und Anhänger. Perlen, Schuhe rechts an der Säule. Schuhe? Wieso Schuhe? Wir brauchen gar keine Schuhe. Ach, Ballerinaschuhe. Okay. Rechts an der Säule ist aber nur eine Quante. Die andere Quante ist da oben. So, weg damit mit den stinkenden Dingern. Hut auf Statue in der Mitte. Hier befanden sich einmal zwei Federn. Ist doch kackegal, dann nimm den Hut mit einer Feder. Du brauchst den Hut doch sowieso nicht. Wo ist denn die zweite Feder? Wo ist die zweite Feder? Wo ist die zweite Feder? Ja, das weiß doch jeder, wo die zweite Feder ist. Ach, da ist der scheiß verkackte Fuchs. Okay, verstehe. Die Feder, ja, das weiß ja jeder. Feder, 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 Feder. Horn über den goldenen Käfig. Horn. Juhu. Und Perlenanhänger. Feder neben der Kerze. Ach, da. Der passt ja... Die Feder passt überhaupt gar nicht zum Hut. So, Perlen und Anhänger. Das ist nichts von beidem. Perlen und Anhänger, Perlen und Anhänger, Perlen und Anhänger, Perlen und Anhänger, Perlen und Anhänger. Perlen und Anhänger. Das hier sieht doch aus wie ein Anhänger. Natürlich nicht. So, ja, warum hängt da ein Fuchs? Das weiß ich auch nicht. Der ist gehäutet übrigens. Zu Recht. Ich weiß genau warum. So, was haben wir noch? Bärtiger Mann unten links. Den Mann haben wir doch schon. Perlen oben links im Bild. Ach, am Bild. Ja, tatsächlich, am Bild. Nicht im Bild, sondern am Bild. Und jetzt noch der Anhänger. Ist das der hier, ne? Ist kein Anhänger. No, das hängt ja nur so rum. Ist aber kein Anhänger, sondern Weghänger. Das hier ist natürlich ein Anhänger, obwohl das aussah wie eine Brosche. So, wir kriegen eine Flöte. Beweisführung. Hm. Die Flöte.
kriegt doch bestimmt. Ist das Wundsalbe für seinen Anus von der Kommunion oder was? Hier unten ist noch irgendwie ein Bild eingeritzt. Entschuldigung. Ich soll ja nicht so eine bösen Witze machen. Grüne Farbe, da kriegen wir noch die gelbe Farbe. Es ist eine Feine. Gewinnen. Ich freue mich, wir können was gewinnen.